Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem fünften Teil aus der NFC-Reihe zum Thema Hacken und Kopieren von MiFi Classic-Karten beschäftigen wir uns mit dem Proxmark 3. In diesem Video möchte ich einfach mal aufzeigen, was der Proxmark 3 anders oder besser macht, als wie es der Flipper tut. In den vorhergehenden Videos haben wir uns ja schon bereits beschäftigt, wie der Flipper mit dem Nested und dem MFG32 Angriff die Karte direkt oder über den Laser angreift. Falls ihr die vorhergehenden Videos noch nicht gesehen habt, hier ist nochmal der Link dazu. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal die Videos anschauen. Es ist natürlich immer sinnvoll, die Videos in der richtigen Reihenfolge anzuschauen, damit ihr auch Stück für Stück euch das Wissen hier erarbeitet. Wir starten sofort mit dem Proxmark 3. Ich habe ihn hier bereits angesteckt nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber-Story erzählt. In digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel. Lass uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe den Proxmark 3 bereits angesteckt, wie gesagt. Und wir schauen auch gleich mal auf die Oberfläche von Proxmark 3. Ja, Proxmark 3 unterscheidet sich natürlich zum Flipper in der Art, dass der Proxmark 3 über eine Konsolenanwendung bedient wird. Proxmark 3 wäre ein Thema, was ich noch in einem separaten Video behandeln werde, wo man auch mal schauen kann, was ist der Proxmark 3 speziell und was kann er alles machen. Proxmark 3 ist eigentlich das Pentest-Tool schlechthin, wenn es um den Bereich RFID und NFC geht, aber heute möchte ich euch nur einen kleinen Crashkurs zeigen, wie wir hier auch mit dem Proxmark 3 eine Karte kopieren können. Ich lege dazu bereits hier schon mal vorbereitend eine Karte auf dem Proxmark 3 auf und wir bewegen uns im Proxmark bei MiFi Classic. MiFi Classic ist eine Karte im 1356 MHz Bereich im Hochfrequenzbereich, deswegen HF und MF speziell für MiFi. Und wenn ich mit dem Befehl Info gehe, agiere ich jetzt mal als ganz normaler Kartenleser. Was er mir jetzt hier schon mal zeigt, ist die UID. Das ist die eindeutige Kartennummer, die 4-Byte UID. Und wir sehen, dass es sich hier um eine MiFi Classic Karte handelt, die entsprechende Signaturfunktionen unterstützt. Das sind die, wo ich im ersten Erklärvideo zu MiFi Classic gesagt habe, es gibt noch zwei geheime Blöcke, die sind da ganz unten drin. Das sind die, die für die karteninternen Funktionen, unter anderem eben auch Signaturfunktionen, verwendet werden. Die sind an der Stelle da gecheckt worden. Wir sehen, dass der Proxmark erkennt, dass es sich hier um keine Magic Card handelt. Es gibt ja diese China Magic Karten, bei denen ich die UID, hier oben wie gesagt gezeigt, ändern kann. Das kann die Karte nicht, weil es ist eine richtige Karte, wie sie auch tatsächlich zum Beispiel in Hotels eingesetzt wird, ist hier. Sie hat einen Hardware-Zufallsgenerator und das ist eben der, der im Video Nummer 3 mit dem Nested-Angriff über den Flipper entsprechend getriggert wurde, um hier diese Schwachstellen in diesem schwachen Zufallszahlengenerator auszunutzen. Ja, das ist jetzt erstmal nichts Spannendes und der tatsächliche Angriff in Kurzform kann durch den Proxmark 3 auch für Anfänger sehr einfach umgesetzt werden. Es ist im Prinzip ein Befehl, Hochfrequenz, MiFi, und der Befehl, den wir hier starten, ist AutoPwn. Ja, balla, verschrieben, AutoPwn. Ich bestätige den Befehl
Und er versucht jetzt über verschiedene Wege in einem vollautomatischen Durchlauf die Karte zu cracken, die Schlüssel zu extrahieren und die Karte auszulesen. In dem Fall sehen wir, dass er bereits Schlüssel für verschiedene Sektoren gefunden hat. Die sind hier auch in einer Art Wörterbuch vorhanden. Und die noch fehlenden Schlüssel fängt er hier an, über entsprechenden Angriff, auch über Nested-Angriff, durchzuführen. Wir sehen hier, er hat bereits den ersten Schlüssel gefunden. Das ist ein A-Schlüssel für den Sektor 0. Und man kann hier sehr schön erkennen, wie effektiv das Ganze abläuft. Er fängt erstmal an mit einem einfachen Brute Force mit einer sehr, sehr hohen Anzahl an Möglichkeiten und durch verschiedene Optimierungen im Brute Force Vorgang, die so nach und nach erarbeitet werden, fällt die Angriffszeit massiv nach unten ab. Wir sehen von anfänglich 23 Stunden, nach der ersten Optimierung 2 Minuten 19 Sekunden 11, 8 und dann hat er auch schon wieder den nächsten Schlüssel. Auch hier beim nächsten Schlüssel 22 Stunden Startzeit. Nach den ersten Vorberechnungen haben wir noch 10 Minuten, 5 Minuten, 28, 16, 12, 11 und immer kürzere Zeiten. Was hier auch auffällt, ist, die Proxmark 3 Software ist in C geschrieben, ist Multicore-fähig und kann mehrere Prozessorkerne gleichzeitig für den Brute Force Vorgang nutzen. Das Flipper-Pendant, was wir ja für den Nested-Angriff mit dem Flipper in der Python-Version genutzt haben, wer es nicht gesehen hat, ich kann ja hier nochmal kurz die Infocard zu dem Video einblenden, die hat lediglich auf einen Single-Core-Code zurückgreifen können, das heißt, da der Brute-Force-Vorgang kann nur mit einem Rechenkern erfolgen und dauert dementsprechend auch wesentlich länger. Da hat der Angriff über Nested mit der separaten Version teilweise bei mir, bis er dann tatsächlich durchgelaufen ist, 10 bis 15 Minuten gedauert. Hier ist er zwar auch noch dabei, aber es läuft trotzdem noch immer schneller ab als wie über die Variante, die wir über den Flipper bereits gesehen haben. So, er ist jetzt hier auch schon ziemlich weit fortgeschritten und sollte jetzt dann auch schon fast am Ende sein. Wir warten das Ganze jetzt noch kurz ab und ich werde jetzt das Video an der Stelle noch ein bisschen beschleunigen, sodass ihr hier nicht so lange warten müsst, bis das fertig ist. Ja, jetzt ist er fertig. Scroll jetzt noch mal kurz ein bisschen rauf. Wir sehen, das war der letzte Key, den er hier gefunden hat. Und das ist die Übersichtstabelle. Hier sehen wir auch noch mal diese zwei Krypto-Blöcke mit dem Hinweis, die sind für Signaturverfahren und liegen außerhalb vom User-Speicher. User-Speicher sind, wie gesagt, bei MyFair1K gerade diese 16 Sektoren. Und wir sehen, die unteren Blöcke hat er mit einem Dictionary-Angriff geöffnet und diese oberen 10 Schlüssel, die hat er mit dem Hard-Nested-Angriff gestartet. Somit haben wir alle Schlüssel für die Karte. Der Flipper, nein, nicht der Flipper, wir haben so viel über den Flipper schon gemacht, der Proxmark natürlich, der Proxmark speichert jetzt die Schlüssel auch separat in einer Datei ab, sodass wir diese jetzt auch ganz einfach weiterverwenden können.
Wir können jetzt hergehen und machen wieder mit High Frequency, My Fair und Dump. Können wir jetzt anhand der berechneten extrahierten Schlüssel einen kompletten Dump der Karte initiieren. Wir sehen, er rattert jetzt Sektor und Block für Block durch, bis er fertig ist. Und hier ist auch schon der Dump. Der Dump ist auch entsprechend dann gleich weggespeichert. Und wenn ich jetzt eine passende leere Karte habe, könnte ich an der Stelle mit High Frequency, My Fair und Restore diese Kartendaten auf eine komplett leere Karte zurückschreiben und hätte somit eine 1:1 Kopie von der Karte. Mit Ausnahme Sektor 0. Sektor 0 ist ja normal auf der Karte nicht änderbar. Hierzu benötige ich eben eine UID Changeable Karte, diese China Magic Karte. Und um hier die UID noch zu ändern, müsste ich noch eine Zeile dann mehr machen, also hätte dann letztendlich von Block 1 bis 63 dann alles zurückgeschrieben, gerade der Block 0 entsprechend nicht, und den müsste ich dann manuell ändern über High Frequency, My Fair und dann mit der China Set UID. Damit wird im Prinzip die China Backdoor getriggert, mit der ich auch eine UID von einer Karte ändern kann. Also China Set UID, CSet UID. Und mittels dem Parameter U würde ich dann die UID, die tatsächlich gesetzt werden soll, mitgeben. Beispielsweise AA, BB, CC, DD. Und dann schreibt er auch noch den Block 0 mit der UID und dann habe ich eine 1:1 Karte, wie ich sie hier ausgelesen habe. Wie gesagt, über den Proxmark 3 alles sehr komfortabel, im besten Fall ein Befehl und der Proxmark kümmert sich sehr schnell, sehr effizient um die Kopie und die Schlüsselberechnung der Karte. Das soll es jetzt vom Proxmark 3 schon gewesen sein. Im nächsten Video möchte ich nochmal drauf eingehen, nochmal auf einen verrückten Hack, weil ich kann nicht nur über solche technischen Möglichkeiten, über ein Flipper Zero oder über ein Proxmark Zugangssysteme hacken und Karten kopieren. Es reicht manchmal auch ein Blick auf die Karte, wie das Ganze funktioniert. Ich habe da schon mal einen Short dazu gemacht und ich möchte euch im nächsten Video die Hintergründe dazu gerne erläutern und wie das Ganze funktioniert. An dieser Stelle würde ich mich eben freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert und auch nicht vergessen, Glocke drücken, weil dann werdet ihr auch über neue Videos, gerade aus dieser doch sehr spannenden Reihe zum Thema NFC-Hacking und Kartenkopieren, benachrichtigt, dass auch ihr hier dabei bleibt, nichts verpasst und dementsprechend freue ich mich auch schon, wenn ihr wieder das nächste Video einschaltet. In diesem Sinne, macht's es gut, euer Reik.